Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther P. und das hier ist ein kleines Let's Test zu Cube 2 Sauerbraten. Und ja, fangen wir doch mal gleich an. Ich werde nur den Multiplayer hier zocken, weil sich der Singleplayer bei dem Spiel einfach nicht wirklich lohnt. In Klammern leider. Und ja, komm, wir nehmen mal hier einfach einen vollen Raum. Auf der Map reißen. Okay, mal gucken, ob wir da auch was reißen werden. Mit unserer Reißwaffe. Okay, nicht ganz. Sie besteht nicht aus Reis. So, und ja, dieses Spiel ist praktisch ein Free-to-Play-Klon von Quake. Und wir spielen hier gerade Catch of the Flag. Da hat ein Gegner auch schon mal, ja, die schöne Map geklaut und wir sind gestorben. Ist doch schön, ne? Sterben macht Spaß. Ja, ich habe vorhin schon eine Runde gespielt und auch ein bisschen abgeraged, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich hoffe, ich rage jetzt nicht ganz so sehr ab. Weil ich nicht ein Pro bin und alles wegbashen werde. Ja. Ich muss zugeben, es ist ein bisschen schwieriger zu aimen, weil ich hier nur mit läppischen 30 Frames spiele, weil ich das bei Fraps eingestellt habe, dass das Spiel auf maximal 30 Frames läuft. Und normalerweise spiele ich das Spiel mit, ich weiß nicht, 1000, gefühlten 1000. Ja, Superman. Stirb, Superman. Stirb, 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 stirb. Naja, es war ja sowieso mal ein Wunsch von mir, dass ich mal einen Ego-Shooter spielen soll. Ja, also sowas wie Counter-Strike oder COD oder so. Und Sauerbraten ist zwar da kein adäquater Ersatz, aber naja, ein Anfang. Oh yeah! Bang. Und wir spielen übrigens die ganze Zeit gegen die Roten, ne? Und wir sind die Blauen und so. Tralali und Trilalo. Recht oben ist die Map. Links oben, da sind so, wer gestorben ist und wer so die Map erobert hat und solche, ja, Statusmeldungen, sage ich jetzt mal, von dem Spiel. Links unten ist unser Leben und wir spielen Insta-Capture, so Flag. Soll heißen, es gibt nur eine Waffe, also diese Sniper-Gedöns, ne, die, mit der ich die ganze Zeit rumlaufe. Und die Säge. Aber die wird eigentlich eher sehr, sehr selten nur benutzt. Und das in der Mitte unten, das sind die Munition und rechts unten, das sind die Frames. Das wird mich auch immer schön angezeigt. Und bei mir wird es auch noch links oben angezeigt bei Fraps, aber das seht ihr dann im schlussendlichen Video ja nicht. So, ja, ich bin schon mal wieder schön gestorben. Was ich auch sehr, sehr geil finde. Oh, Chuck Norris hat mich umgebracht. Ein Roundhouse-Kick oder so. Legge ich? Ja, ein kleines bisschen. Hm. Mal gucken, mal gucken. Oh, wir liegen 6:1 hinten. Alter Schwede. Scheiße, das müssen wir jetzt aber mal ein bisschen was rausholen. Vor allen Dingen nur unsere Person kann das schaffen. Oh, jetzt habe ich meinen Kumpel umgebracht. Nein, er war doch noch viel zu jung. Die Guten sterben immer so jung. So, erstmal noch. Wow. Sorry schreiben. Er tut mir leid. Mamma mia, das wollte ich nicht. Nicht. Scheiß Camper, ey. So. Unsere Flagge. Und da rennt ein Roter lang. Und der wird gleich hinkommen. Und sterben. Und nicht sterben. Und sterben. Und sterben. Scheiße. Ja, mach Score. 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 Juhu. Wir haben 2 Punkte. 2:6. Yay. Und ich lecke nicht mehr allzu stark. Und ist auch wieder klar, ne? Ich lecke den ganzen Tag nicht. Und dann beginnt die Aufnahme. Und ich lecke die Leck. Oh lol, Runde vorbei. Oben kriegen wir noch ein paar Sets reingepfeffert, die sind aber schnell weg. Leider. So, jetzt kommt die nächste Map. Das 2. Hm. Nicht schlecht. Vielleicht bekannt aus Spielen wie Counter-Strike. Und ich bin mal ganz kurz AFK. AFK gedöhnt und so. So, ich bin sofort wieder. Ja. Entschuldigt, da musste ich mal gerade kurz AFK gehen und ich hatte keine Lust, die Aufnahme zu unterbrechen, weil das mit dem, ja, mit Fraps und Aufnehmen per Camtasia ein bisschen anstrengender ist, das dann wieder zusammenzuschnippeln. Und dazu hatte ich keine Lust. Also, das 2 ist vielleicht bekannt aus Spielen wie Counter-Strike oder, ach, ich weiß nicht, Brick Force oder ach, was weiß ich. Mensch. Und hier gibt es auch coole Tricks, nämlich kann man, wenn man auf den Boden schießt, also ich kann jetzt normalerweise nur so hoch springen und komme dann nicht oben ran.
Aber wenn ich auf den Boden springe und hochspringe, dann komme ich durch den Rückstoß nach oben. Das ist ein sehr geiles Feature und ich kann ja auch so, also so Fake Zoom, ne, mein Fernglas rausholen. Aber das ist nicht allzu praktisch, weil und so, ne? Scheiße. Ist der Gegner? Verschwunden. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Immer diese Fast. Na, egal. Jetzt gehe ich auch runter. Auf nach vorne! Wir schaffen das alles. Wir werden alle wegdashen. Ja. So viel mal dazu. Na, was heißt, einen haben wir ja gekillt. Und damit haben wir genug getan. Genug tun, sage ich dazu nur. Ha. Ich überlege gerade, ob ich mir jetzt noch eine Uhr hole und nochmal kurz AFK bin. Damit ich weiß, wie lange ich noch aufnehmen soll. Muss. Mir zwingt mich ja dazu. Alter. Lass dich treffen. Ja, man muss sich da so erst ein bisschen dran gewöhnen, dass das so schnell ist. Glaub mir am Anfang. Alter, ich habe erst ein anderes Spiel gespielt, was so sehr, sehr, sehr an Counter-Strike erinnert. Und zwar Crossfire. Und da ist es immer so sehr gemächlich, ganz ruhig und so. Ja, man rennt mal über die Map, ne? Und hier so, piu, piu, piu. Und ja, von 2 Sekunden ist man auf der anderen Seite der Map. Was ich allerdings auch sehr cool finde. Deswegen habe ich auch schon mal überlegt, mir Quake zu holen, aber dann habe ich mich doch für Counter-Strike Global Offense geholt. Also das werde ich mir noch holen. Jetzt habe ich das noch nicht. In Klammern leider. Ich habe dafür leider keinen Beta-Key. Beta. Da hinten. So, wir liegen 5:1 vorne. Wir haben mal 3 Minuten. God damn it. Das ist nice. Oh, what the fuck. Also, wieso lag ich jetzt überhaupt so? Ah. Leggedy leg, leg, leggedy leg, leg, leggedy leg, leg, leg. Oh, scheiße, 2 Stück haben wir umgebracht. Komm, schaffen wir auch noch. Killstreak. Kriegen wir unseren Helikopter oder wie auch immer. Keine Ahnung, ich hab. Zock kein COD3. Ja, vor allem COD3. MW3 meine ich natürlich. So, respawn. Respawn ist. Alter, wieso lag ich jetzt ohne Scheiß? Ich lag den ganzen Tag nicht. Und gerade jetzt lag ich. Ich muss doch grad mein WLAN-Stück ein bisschen weglegen. Verdammt. Vielleicht liegt sie auch am Server, auf dem ich spiele. Aber jetzt geht's runter, die Ping. Und jetzt wieder hoch. Scheiße. Das ist doch lächerlich irgendwie. Irgendwie. Ja, komm. Ich will euch mal noch die anderen Dinger vom Spiel zeigen, ne? Und zwar. Regener Capture zum Beispiel. Mensch, also hier gibt's ganz, ganz viele Maps und Modi und Waffen und Spieler und. Okay, Skins gibt's so ein paar Stück, irgendwie 4 Stück oder so. So, in dem Spielmodus geht es darum, verschiedene Bases zu halten, ähnlich wie bei. Ja, bei Battlefield. Und hier hat man natürlich auch unterschiedliche Waffen zur Auswahl, aber keine unterschiedlichen Klassen. Ja, Waffe statt Klasse. So, und hier an diesen Punkten, da kriegen wir nämlich immer bestimmte Waffen. Ich kriege hier zum Beispiel gerade einen Raketenwerfer, was ich sehr geil finde. Und Rüstung kriegt man auch noch und man wird geheilt, also schon mal sehr awesome. Aber ich kenne die Map leider nicht. Bau! 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 Das Problem ist, so ist natürlich einfacher, die Dinger zu halten, ne? Weil man als das Team, was das. Alter, ein Teammate hab ich umgebracht. No balance, no fun. Ja. Sehe ich genauso. Ein Spiel muss sehr gebalanced sein. Aber ich glaube, er meinte, dass die Teams angebalanced sind. Aber jetzt bin ich ja im schlechteren Team und jetzt gewinnen wir natürlich alles. Komm, ich halte den Stützpunkt hier. Also hier, man kriegt doch immer diese elektronischen Strahlen. Das ist nicht, man kriegt irgendwie Damage von denen oder so, weil. Sondern man. Ja, wie soll man sagen, man kriegt praktisch, man transferiert seine Energie darauf. Ja. Alter, der scheiß Sniper. Geht doch. Ey, die haben sich gegenseitig umgebracht. Ah. Juhu, ich hab die Base gecaptured. We are winning. Autsch. Moment, kurze Aufnahmepause. So.
back in action und ich bin irgendwie zu einem Spectator geworden. Okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal wieder zum Server-Browser und suchen uns eine andere Map. Und zwar nehmen wir uns Insta-Capture the Flag wieder. Ich finde das einfach der beste Modus, ist auch der beliebteste Modus. Also hier mit einem Leben und mit dieser einen Waffe hier nur und ja, sonst ganz normal Capture the Flag. Bei Insta ist, also es gibt die ganzen Modi und dann nochmal Insta-Modus, das heißt alle nur mit einem Leben und alle nur mit dieser einen Waffe. Bam! Pull of three. Ah, scheiße. Ja, ich kriege dich. Ah. Noob down. Oh, da heißt jemand COD2. Ist ein sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Also von den wenigen COD-Teile, die ich gezockt habe, ist COD2 das Beste. Was heißt, Modern Warfare 1 war auch ziemlich geil. Weil COD2 war so mein Einstieg in die Reihe, deswegen. Ah, das ist. Ich würde sagen, sie sind beide einfach episch. Nicht so wie die jetzigen CODs. Oh, wir haben in dieser Runde einen getötet und sind zweimal gestorben. Yay! Oh, jetzt kommt Sacrifier. Oh Gott, das ist so eine ganz, ganz hässliche Map, weil die so ganz groß ist und so. Und, ja. Ah. Okay, bei mir hat das gerade ein bisschen komisch angezeigt. Ich weiß nicht, wie das im fertigen Video aussehen wird. Hm. Müssen wir mal gucken. Ein Blutbad. So. Wir müssen da ganz, ganz rüber zur anderen Seite. Da hinten rüber. Und das Problem ist, hier unten gibt es auch noch mehr Wege und ein Blutsee. Da sind wir schon fast miteinander angekommen. Oh, unser Kumpel grabt sich mal gerade die Flagge und dann rennt er ein bisschen schnell fast hier lang. Und dann macht er ein Flag Run. Und ich beschütze ihn dabei ein bisschen. Wenn sie so lecken würde. Ach, diesmal hat er geleckt sogar. Normalerweise leckt das gar nicht so. Gib uns unsere Flagge zurück. Bam, in your face. Und Flagge zurückerobert. We are the champion. My friend. Bitch. So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Wir können wieder nach oben kommen. So. Wieder hier der höhere Springtrick. Ah, das Ding kann ich nicht ändern. Das ist so ein Jumper. Woo! Ich dachte, ich hätte das nicht getroffen oder so. Was ich auch nicht habe. Also was. Ich hab's ja auch nicht getroffen, aber das hat mich sehr, sehr irritiert. Puh. Zurück sind wir ins Blutbad gesprungen. Ja, lass mich hoch. Lass mich hoch. Ho. Ja. Endlich oben. Hat ja Jahre gedauert. Gefühlte Jahre. So. Zeigt euch ihr Pussies. Okay, das war knapp. So knapp. Schon wieder verdächtig. Unsere Flagge wird gerade geklaut. Oh. Hallo Gegner. Tschüss Gegner. Fuck. Jetzt können wir nicht mal unsere Flagge zurückholen. Dance. Scheiße. Blöd, der Raum ist noch ein bisschen leer. Da sind erst 8 Leute. Hup. Ich hab gedacht, da kommt er mit davon. Hä? Genauso wie der hier. Was ihr euch dabei immer denkt, ey. Das glaubt man ja manchmal gar nicht. Übrigens ist das Video bzw. das Spiel auf 480 eingestellt. Also, ne, 480p. Und so werde ich jetzt auch immer hochladen, weil ich eben nicht die dickste Leitung besitze. Ich meine jetzt nicht die Leitung in der Hose, sondern ja, die Internetleitung und ich. Also für so ein 720p-Video muss ich schon echt lange hochladen, weil das ist 1 GB 15 Minuten und das ist schon ein bisschen extrem. Dann mache ich da mal lieber, ja, ich weiß nicht, 200 bis 300 GB und dann 480p. Das ist für mich viel, viel bequemer und auch so kann ich nur gewährleisten, dass alle Videos auch passend kommen, weil ich habe letztens, ich glaube, das war vom zweiten Teil der Adventure Map, habe ich hier, ne? Das habe ich hochgeladen und das hat 6 Stunden gedauert. What the fuck? Das war sehr, sehr scheiße. Also ich muss auch mal sagen, ich renne ja einfach nur ganz so lang. Ich bin ja voll der Flag Runner und nicht der Frag Runner. Und Runner, das kann man auch so schön nach Good Old Germany Tradition aussprechen.
Jetzt mal ohne Witz, ich renne hier nur im Kreis. Wo sind die Gegner? Ah, da sind ja mal ein paar. Leggedy-leck-leck, 230. Ja, ping. Ey. Ja. Seht ihr, diesmal ist es nicht das Spiel, was leckt, sondern das Spiel. Also, die Internetleitung vom Spiel. Gelöst. Nee, wir laggen im Spiel, aber das Spiel leckt nicht. So ist das, glaube ich, richtig formuliert. Vergesst die ersten paar Sätze einfach. Oh. Hallo Gegner! Pepper hat mich getötet. Pepper hat bestimmt Hepatitis. Oh. Wo sind die Gegner? Ich finde die gerade wirklich nicht. Egal, ich kann einfach mal zu Gegner Flagge und töte einen nach den anderen. COD 2. Call of Dummheit 2 habe ich umgebracht. So, jetzt, oh Gott, ich kann ja mal den unteren Weg lang gehen, unter den Hügeln her. Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. So. Aber allgemein mag ich die Map nicht allzu sehr. Weil die mir einfach zu groß ist für das Spiel, wenn ich ehrlich bin. Und dann sind wir auch noch so wenige hier auf dem Room drauf und dann. Oh. Dann trifft man hier nie einen Gegner. Also mit der Kanonenkugel. Wenn Kanonenkugel mehr so rüberkommt wie so diese riesigen Kanonen von dem Piratenschiff oder so. Alter, hat mich schon wieder Hepatitis voll umgebracht. So, ich will mal schnell an die Oberfläche zu unserer Flagge, weil ich hab das so im Urin, dass sie gerade unsere Flagge nehmen. Oh, man sieht sie auch auf der Karte. Und da hinten. So. Oh, fast. Scheiße. Ich muss den treffen. Jala! Scheiße. Oh. Er ist wohl da ins Loch eingefallen, ne? Nein, wir fallen runter. Tot. Und schon wieder hat uns Hepatitis Baum gebracht, also Pepper. Pepper hat Pepper im Nektar verstreut. Tot. Yeah, Breakdance Move. Schaut euch meinen Charakter an hier unten. Das nenne ich mal einen geilen Breakdance Move. Breakdance. Die neue Tanzrichtung. Breakdance. Ah, machen Sie sie jetzt. Sie ist kostenlos. Das ist mir aber was Neues, dass Tanzen kostenlos ist. Das gab's ja vorher noch nie. Alter. Der Typ rennt die ganze Zeit, schießt uns nicht ab. Ja, er rennt. Ist tot. Ja, super. Mensch. Geht's denn hier lang? Da. Oh Gott, ich kenne die Map auch ganz schlecht und so, weil ich niemals spiele. Alter. Ihr müsst mal wissen, wie gut ich die anderen Maps kenne, die ich wirklich oft spiele. Ja? Kenne ich jede auswendig. Kenne ich besser als meine. Als meine hier, ne? Ja, hab ich ausgetrickst, ne? Einmal umgelaufen, ne? Oh. Vielleicht habe ich mich auch nur selbst ausgetrickst. So. Okay, unsere Flagge ist leider nicht at home. Das ist das Problem. Deswegen können wir hier warten, aber ich würde sagen. Wir verstecken uns mal ein bisschen, um nicht getötet zu werden. Verdammt. Und es ist auch noch 3 zu 4. Wir sind 3 und die Gegner sind 4. Verdammt. Nein, und die haben unsere Flagge, ihre Flagge zurückgekriegt. Nein, nein, nein. Darf ich töten? Yeah. Geneift. Wow. Zeig dich, du Bastard. Oder ihr Bastarde. Hallo, komm. Tot. Oh, der hat gerade geschrieben. Der hat gerade sorry geschrieben. Weil er sein Teammate umgebracht hat. Oh. Er hat mich Hepatitis B umgebracht. Hepatitis B. Und eigentlich ist sowas nicht lustig und man sollte über sowas eigentlich nicht lachen. So, mein Kumpel, der kämpft hier. Oder auch nicht. Ja, hat er mich wohl gesehen und gesagt, scheiße, die anderen dürfen nicht sehen, dass ich campe, weil sonst komme ich ja nur ruhig rüber. So. Auf und davon. Zack. Voll in die Fresse. Und. Ja, voll in die Fresse. Das hört man sich auch immer bei Pornos und so. Bah.
Nein! Sich umbringen. Ah, geht doch. Hätte sie auch Suizid begehen können, ne? Auch wenn man das bei einem Spiel nur machen kann, indem man sich irgendwo... Nein! ...eine Zippe runterschmeißt. Yeah! So, er holt... Ich lage meinen Kumpel und ich mach den Score. Also sind... Also heute sind wir... Na, scheiße. Und er hat geschrieben, good job. Und wir machen wieder den Breakdance-Move, weil wir so geil runterfallen. Ja, ja, sowas nennt man Teamarbeit. Finde ich übrigens sehr, sehr wichtig, Teamarbeit in Spielen. Vor allen Dingen Team-Ego-Shootern, ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Diese ganzen scheiß COD und Battlefield Boys, die können alle kein Teamplay. Scheiße. COD, das einzige Spiel, wo man wurde ich 12-Jährige beleidigen als schwul. So. Double Kill. Multi Kill. So, ist irgendwo noch ein Gegner? Eine Axt. Oh, wir sitzen hier am runden Tisch. Und man, jetzt wollte ich mich auf den Stuhl setzen, dann werde ich einfach umgebracht. Finde ich ja gar nicht nett. Gar nicht nett. Und die Runde ist vorbei. Yeah. Best Flag Stats. Hepper und Front Eber mit 7 und Scored. Front Eber 5. Returns Front Eber 4. Ja, übrigens, ich bin Front Eber, ne? Also. Ich hab da ganz, ganz viele Dinge gekriegt, so, hey, du bist der Beste, du kannst alles und so, ich, ja, Junge. So. Kau. Schuss und tot. Klappe zu, Waffe tot. Klappe zu, ah. Mein Bro hat ihn umgebracht. Au. Ah. Gut, gehen wir irgendwo in irgendeinen Teleporter rein und dann, da bin ich bei meiner eigenen Base. Ja, super. Ah, yeah. Ich werde jetzt alle killen. Bobby. Boah. Es war zwar hardcore gesniped, aber... Also, ne, Hardscope und so. Aber... Mensch. Hat schon auch nicht reingehauen. Und jetzt nehmen wir den Special-Weg, der eigentlich gar nicht so special ist, weil er ganz normal ist. Aber er ist kürzer. Und er führt durch einen Wasserfall hindurch. Und wenn das nicht awesome ist... So, das Schwimmen wirkt ein bisschen komisch, das wirkt so ein bisschen ratter-ratter-mäßig. So. Jetzt hier kann rauskommen. Geht doch. Ah. Und wir fallen durch die Brücke durch. Ja, super! Das finde ich echt genial. Ach, jetzt sind wir hier auf dem Mittelbrücke gelandet. Okay. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Ah, da ist ja einer. Nein! Yay! Oh yeah! Kill every of the single nudes! Oh yeah! So. Kommen bestimmt alle aus den Pausen. Oder aus Entenhausen. So. Hoppa. Und ich werde schon beschossen, das ist schon. Schnell flüchten! Boah, das war cool. Weil normalerweise kann man da nicht rüberspringen. Die DR kommt da nicht vorbei. Oh. Oh lololol. Loop. Kommentator, du wurdest gekillt. Ololol. 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 Dann will er mich verarschen. Oh. Ja. Au, voll in die Fresse. Ich hätte jetzt eigentlich gerade knifen können, beziehungsweise. Elektrosäge. Kettensäge. Nan, 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 nan. Ich will aufpassen, ich habe eine Kettensäge. Nan, 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 nan. Man Mann, ich wollte gerade knifen und jetzt töten die sich beide gegenseitig. Das ist hier übrigens auch möglich und das ist immer sehr lustig. Ich habe das Gefühl, dass ich nur mit Noobs im Raum bin. Sowohl Gegner als auch Mitspieler. Oh, ich sehe mal von Hepatitis voll. Mit der mich mal als einziges killt. Au. Oh. Ist hier nicht irgendwo die Flagge, die Gegner? Ah, die hat schon einen Kumpel von mir mitgenommen. Ah. Hau praktisch. Oh lololol. Oh lol, da hat er mich getrollt. Da hat er sich einfach hinter den Teleporter gestellt. Noob. Was für ein Noob? Voll der Noob, ne? Aber wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Das weiß ich gar nicht. Pow. Jetzt weiter. Pow.
Wenn wir hier oben campen in diesem scheiß Turm, dann ist das an und auch so ein bisschen verdient, dass die mal was auf die Fresse bekommen. Ich mache jetzt mal eine kleine Kletterrunde. Und ich verstehe jetzt hier oben in den Turm rein. Hau! So, wo ging's denn hier weiter? Muss man hier weiter hochklettern? Das weiß ich gar nicht. Hier hoch und dann. Hier hoch und dann. Ah, genau da muss man lang. Höp! Na, scheiße, bin ich gesprungen. Also, erstmal hier auf die. Ne? Du weißt schon Bescheid, ne? Auf die Schuldosen. Die haben mich irgendwie ein bisschen an eckige Dosen. Gerade. So. Heppa! Und oh, oh, nicht zu weit springen. Darauf. Genau, und dann muss man hier oben hin. Dann kann man hier alle, schön alle töten. Weil ich so ein Camper-Loop bin. Und noch weiter hin drauf. Da vielleicht. Ja, scheiße, bin ich gesprungen. So. Ja, da kommt man auch noch rauf. Sind wir hier ganz, ganz oben. Oder springt uns das? Das bringt uns da. Hell yeah! Nein! Scheiß Pfeiler. Und es gibt eine coole Story mit dem Namen Pfeiler. Wir hatten nämlich so mal so ein. Ja. Ich nenne ihn mal jetzt senilen alten Lehrer bei uns an der Schule. Und er hat eben halt. Du machst keinen Punkt. Er hat eben halt so die Liste aufgezählt, ne? Und dann hat er auch allen Schülern Noten gegeben. Und er hat auch. Pfeiler eine Note gegeben, weil da so ein Pfeiler im Raum war und jemand hat ihn halt verarscht, dass noch ein Schüler namens Pfeiler gibt und er wollte auch mal ein Gespräch mit Pfeiler führen und so. Also das war schon ganz cool. Cool Story, Bro! So. Was ist denn das hier? Camper Map oder was? Ach, hallo Mr. Rot. Kettensägen Battle! Ja! Ich fertig! Ah, sie, Mamma Mia. Also irgendwie ist das gerade so, wir dominieren total. Also nicht wir, ich und hier die Zuschauer, sondern eher so unser Team. 6:0, um genau zu sein. Und der Raum hat sich auch mal ein bisschen weiter gefüllt. Yay! Mehr Gegner zum Abschlachten. Ich will da jetzt keinen hochspringen, danke. So, camp ich mal dahinter und warte mal, bis sie kommen. Okay, dann das ist nubig. Okay, da rausspringen bringt nichts. Ah, obwohl dieser Handtoine oder wie auch immer er heißt, diese Handtoilette, falls das Sinn macht, die hat auch noch ein bisschen Skill. Hopp. Hopp. War da ganz hinten. Teleportiert sich da nach oben und dann ist der da nicht. Okay, wo ist der denn sonst? Keine Ahnung. Also Shingetsu. Ich bin gleich mein Schirrstein Papierskill um dich ketten. Oh. Sorry. Scheiße. Oh, ich hab Hepatitis getötet. Nein. Was ja eigentlich sehr gut wäre für die Menschheit, aber naja. Bitte sterben? Bitte sterben? Ah, wieso stirbt der denn nicht? Ich kann das nicht verstehen. Oh, ich habe, denke ich, auch mal langsam genug aufgenommen. Ich habe dafür, sitze hier schon fast eine halbe Stunde dran, aber wie gesagt, ich mag das Spielen. Und spiele das deswegen. Sehr gerne. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn ich wieder Headshots verteile. Also beim letzten Test. Haut, ich will gerade noch die Flagge wegbringen. Ach scheiße, unsere Flagge ist nicht da. Ja, also. Haut rein. Tschüssi. Thank you.